Hallo Leute und willkommen zurück zu My Time at Portia. Oh, Ladebildschirm? Warum kommt hier ein Ladebildschirm? Das frage ich mich gerade. Aber gut, vielleicht ist irgendetwas los. Ich weiß ja nicht, irgendein Event oder so. Oh, ach, es regnet. Ach so, oh wow, ist das dunkel. Das ist ja echt krass. Hallöchen, wer bist du? Du bist einer der Brüder, ne? Dich kennen wir aber schon. Ich glaube, dich kennen wir schon, oder? Nein, ich kenne dich doch noch nicht. Willkommen in Portia. Ich hoffe, du magst es hier. Versuch, jeden kennenzulernen. Wir sind hier sehr exklusiv. Okay, gut, mein Lieber. Viel Spaß, wo auch immer du gerade hinrennst. Und wir haben Post. Wer schreibt uns denn? Oh, aus der City Hall. Ja, was haben wir denn da? Hallo, neuer Baumeister, sag ich jetzt mal. Wir möchten dich daran erinnern, dass Portia momentan zwei Ruinen für dich, also zwei Ruinen hat, in die du reingehen kannst. Ja, die eine kennen wir schon. Die eine ist nämlich unter der Kirche des Lichts. Hazardous Ruin. Okay, im Collapsed Wasteland. Im Osten der Stadt. Okay, und die sind alle off-limits. Bedeutet, da werden keine Monster oder sonstiges drin sein. Das ist gut, das ist schön. Und ich denke, heute ist auch eigentlich ein perfekter Tag für die Mine, oder? Ich wollte noch mal kurz gucken, was es hier mit dem Ofen auf sich hat. Und was wir da craften können, ob wir schon irgendetwas haben. Also, wir müssen Holz reinpacken, ne? Wir haben aber im Endeffekt gar nichts. Dafür brauchen wir auch Holz, sehe ich das richtig? Ich glaube schon, ne? Ach nein, wir brauchen die hier. Natürlich, wir brauchen die hier. Und müssen das Ganze mit Holz auffüllen. Ja, okay. Vielleicht ist dann echt heute ein guter Tag für die Mine. Ich würde noch mal ganz gerne zum Presley gehen, denn... Wow, das blitzt ja sogar. Denn wir haben ja unsere Quest noch gar nicht abgegeben. Und deshalb unsere Lizenz auch noch gar nicht. Wen gibt es denn hier? Lee, hallöchen, dich kennen wir schon. Moment, wer bist du? Dich kennen wir auch schon. Haben die alle so einen geilen Regenhut auf? Das ist ja der Hammer, das finde ich ja richtig gut. So, hallöchen, ihr Lieben. Oh, Antoine ist auch schon wieder da. Und Higgins ist auch da, aber wo ist denn der Presley? Was sagt er denn dazu? Skincare is a basic right. Achso, okay, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon. Ja, da hat er gesagt, dass Hautpflege so wichtig ist. Aber wo ist denn der liebe Presley? Higgins, was ist mit dir? You must be the competition. Whatever. The more the merrier. Bring it on. Der ist aber jetzt ein bisschen komisch, oder? Commissions, commissions. The more the better. Okay. Was haben wir denn jetzt hier noch für Aufgaben? Letztes Mal hing da noch eine andere, ne? Was war denn das hier nochmal? Zwei Wassertanks. Ja, ich weiß halt nicht. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Wir gucken mal. Ach so, nur wenn ich ein registrierter Werkstattbesitzer bin, sagen wir es mal so, kann ich hier tatsächlich die Quests annehmen. Ja, gut. Presley, mein Lieber, wo bist du? Ich wollte dir doch Bescheid sagen, dass mein Ofen fertig ist. Bist du hier oben? Hier waren wir auch noch gar nicht, ne? Können wir aber auch nichts machen, wie es aussieht. Und auf der Karte kann ich ihn doch auch nicht sehen, ne? Achso, jetzt sehe ich natürlich hier die Karte vom Gemeinschaftszentrum, kann man das so nennen? Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auf Stardew Valley beziehen würde, dann wäre das hier wohl am ehesten das Gemeinschaftszentrum. So, da ist wieder der Higgins. Oh, die haben alle so einen Hut, ne? Ey, das ist ja richtig geil. Ich möchte auch so einen Hut. Nora, dich kennen wir schon. Bist du einer der Brüder, den wir noch nicht kennen? Sanwa. Nee, ich glaube, Sanwa kennen wir. Aber die Katze kenne ich doch gar nicht. Pinky, können wir mit dir was machen? Oh, niedlich. Oh, toll, ich habe kein Geschenk für dich. Und ich glaube, quatschen... Miau. Quatschen können wir mit dir auch nicht unbedingt, ne? Wisst ihr, was ich mache, wenn ich den jetzt hier echt nicht antreffe? Da ist mein Haus. Emily gave a crafting... Ach, die hat mir ein Rezept gegeben. For small planter box and some seeds. Learn and craft. Ja, gut. Aber wann hat sie mir das denn gegeben? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich überlege aber trotzdem, ob wir einen Abstecher in die Mine machen. Denn wir brauchen ja sowieso ein bisschen Kram von dort, oder? Um dann später mal den Ofen anzuheizen. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich möchte auch so einen Hut. Also wirklich, wenn ich mir den kaufen kann, dann werde ich es auf jeden Fall tun. Oh, was haben wir denn hier? Warte, Moment. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Möchte ich 20 Gold dafür spenden?
Nein, oder? Nein, nein, ich lasse es erstmal. Ich lasse es erstmal und gehe so rein. Ach so. Ah, ja, stimmt. Stimmt, 80 muss ich bezahlen. Wie viel habe ich denn? Kann ich das irgendwo sehen? Da ist mein Level. Kann ich irgendwo sehen, wie viel ich habe? Das ist so generell. Wo ist denn das Geld? 20. Und ich muss 80 spenden? Wie blöd ist das denn? Aber 20, um zu einer anderen Area zu gelangen. Ja, komm, wir machen das mal. Nein! Warum hat das nicht funktioniert? Was? Aber was für eine andere Area denn? Das habe ich jetzt gar nicht gerafft. Aber gut, wir werden... Huch, wo laufe ich hier hin? Wir werden früher oder später hoffentlich genug Geld verdienen, um uns hier einiges leisten zu können. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Nein, Moment. Wo ist denn jetzt die Quest? Wo kann ich die abholen? Also, das war Farmer. Ich muss zu Emily. Ich muss zu Emily. Wenn ich das richtig sehe. Aber wo ist sie? Du bist der Lee? Ah, nee, die Emily. Oh, das ist Sam. Die kennen wir auch noch nicht. Die hey, Emily wohnt doch auf der Farm. Haven't seen you around. Where are you from? Ja, ich bin aus einer weit entfernten Stadt. Yo, kid, looking good. Be careful in the ruins. Don't expect me to save your butt every time, okay? Okay, okay. Gut, meine Liebe, dann hau ich mal ab. Ich dachte jetzt, ich kann hier irgendwo die Emily finden. Russo, dich kenne ich auch schon. Dich kennen wir auch. Wer bist du denn? Alice! Hey! Hallo! Alice! Hi! I haven't seen you around. You are? Die ist auch wieder so leise irgendwie, ne? Each flower has its own language. Ah, jetzt ist lauter. My favorite flower is the bellflower. It speaks of true love. Oh, die ist ja süß. Du bist ja niedlich. Und was können wir hier machen? Können wir da Blumen kaufen oder so? Moment, ich würde da gerne hin, aber ich glaube, sie steht gerade im Weg, ne? Ah, da! Flower Shop! So, was hast du denn hier Schönes im Angebot? Wildflowers, das sind Astern, denke ich mal. Das sind Rosen. Das sind wilde Rosen und das sind Purple Hydrangea. Ich überlege gerade, was das auf Deutsch sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Kenne ich dich schon? Ja, dich kenne ich schon. Und wer bist du? Martha, hey, hallo. Hi, you're probably the new builder everyone's talking about. I'm Martha. Nice to meet you. I run a bakery here in town. Ach cool, können wir hier Brötchen kaufen und so? When will Toby let me not worry for just one day? Wer ist denn Toby? Den kennen wir auch noch nicht. Moment, also hier verkaufst du deine Backwaren. Kann ich gerade auch noch nicht viel mit anfangen. Wer ist das da hinten? Ach, das ist wieder der Higgins, oder? Ja, du bist der Higgins, genau. Und wen haben wir hier vorne? Den kennen wir auch schon, den Typen. Der verkauft Möbel. Und wer bist du? Carol, dich kennen wir noch nicht. Hey, lass uns mal quatschen, meine Liebe. Und lass uns generell mal gucken, was es hier für neue Klamotten gibt. Wow. Oh, das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig cool. 2800, ja gut, kostet natürlich einiges, ne? Dich kennen wir auch schon. Wie ist denn das, wenn wir da eventuell weitergehen? Da werden wir nicht weiterkommen. Oh Leute, das ist ja Schaukeln. Können wir schaukeln? Nee, schade. Schade, schade. Dann möchte ich jetzt noch mal gerne hier hinten raus. Und ansonsten muss ich gucken, was da mit der Emily ist, ne? Geht's hier überhaupt? Hier geht's sogar weiter. Da sind ein paar Monster, da hinten noch ein Wasserfall. Ey, das ist echt groß hier. Also wirklich jetzt. Ich muss aber jetzt trotzdem noch mal gucken. Also, was ist denn hier? Wo ist das? The Round Table. Wo soll denn das sein? Kann ich hier noch was mitnehmen? Kann ich da... Ja, das kann ich pflücken. Oh, Level Up! Leute, wir sind schon Level 2. Wie gut ist das denn? Moment. Kick. Ja, geil. Fällt da was runter? Nee, schade. Ist aber jetzt auch kein Obstbaum, ne? So wie es aussieht. Das nehmen wir auch nochmal mit. Eine Snakeberry und noch eine weitere Raupe. Das nehme ich... Moment. Stopp, stopp. Das würde ich auch noch mal ganz gerne mitnehmen, wenn wir gerade schon mal da sind. Drei Kräuter und eine weitere Raupe. Ja, echt merkwürdig. Ich dachte, jetzt muss da oben irgendwo hin. Hier sind wir wieder bei unserer Hütte. Ja, das bringt doch jetzt gar nichts. Und mich wundert das wirklich, dass der Presley nicht da ist. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Ich weiß, wofür man die ganzen Raupen und so noch gebrauchen kann, ne? Wer ist denn da?
bist du der... Ach ja, du bist der Remy, ne? Du bist der Typ aus der Mine. Kommen wir da rein? Nee, schade. Einfach mal gegen das Tor da laufen. Ist natürlich auch super. So, Leute. Hier ist doch irgendwo... Können wir denn da rein? Nee, können wir nicht. Und das ist ja auch gar nicht die Emily. Kann man das nicht... Ach doch, man kann das ranzoomen. Bildertest. Ja, ja, klar. Aber hier stand doch gerade noch was von Emily. Research Center. Okay, da ist die Baumfarm. Was haben wir denn hier unten noch so? Da ist nur das Wasser. Okay, wisst ihr was? Ich versuche jetzt nochmal da vorne reinzugehen. Eventuell ist der gute Mann ja jetzt da. Ich meine, es ist Mittwoch, ne? Wo soll er sein? Ist ja kein Wochenende oder so. Da müsste der doch hier sein. Presley, ich versuche nochmal mein Glück. Da! Ach, da sitzt er. Hey, supi. Hallöchen. Great job. This is your builder license. Juhu. Congratulations. Oh, geil. Dankeschön. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. Okay. Which you can start taking regular commissions. Ach, sehr gut. Come back and talk with me after you register. Okay, aber wo ist denn hier der Bürgermeister? Wo ist denn hier der Bürgermeister? Ich habe noch keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, er wäre sowas wie der Bürgermeister. Bekommen wir das denn hier jetzt angezeigt? Also da unten? Da unten ist wieder The Farmer. The Round Table. Wo ist denn das? Und hier, ach, hier neben ist direkt die Town Hall. Hier? Ach so. Moment, ist da irgendwas? Ach nee, nur eine Lampe. Alles klar. Hallo, ich möchte rein. Oh, geil. Alter, du bist ja witzig. Hallo. Welcome, welcome. You must be the new builder. Yeah. I'm Gail, the mayor of this town. It is truly wonderful to see young people getting involved in the telesis of our society. Oh, das ist echt toll. I'm here to register my workshop. Very well. What is the name of your workshop? Oh, ein Name für die Werkstatt. Wie nennen wir das denn, Leute? Wie hieß denn unsere Stardew Valley Farm? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wie ist das denn? Wie wollen wir das denn nennen? Wir sind Lilly und wir nennen die Werkstatt. Gute Frage. Wie nennen wir die? Ich will jetzt auch nichts Englisches nehmen. Ich hätte jetzt gerade irgendwas mit Bild und irgendwas genommen. Wir nennen sie einfach mal... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann das umbenennen. Irgendwie farmen und craften ist aber auch so blöd, ne? Ich überlege gerade, gab es in Stardew Valley denn noch irgendwas Cooles, was man jetzt übernehmen könnte? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin bei sowas so unkreativ. Wie hieß denn nochmal unser Hof? Ich weiß, wie mein privater Hof heißt. Ich weiß, wie mein zweiter Spielstand Hof heißt. Wie hieß denn unser Hof nochmal? Boah, keine Ahnung. Wir nennen die Werkstatt jetzt einfach... Und Kreativität for the win. Wir nennen die Werkstatt... Werkstatt. Ich habe keine Ahnung. Eventuell kann man das ja umbenennen oder so. Oh, Werkstatt. Oh, nee, lass uns was Cooles nehmen. Ihr merkt es, ich bin echt unkreativ. Das ist unsere... Was ich denn? Das ist unsere Tasmani-Werkstatt. Hieß der Hof nicht auch Tasmani-Hof? Ich glaube schon, ne? Are you sure? Ja, ich bin sehr sure. Okay, Workshop ist Tasmani, Bilder ist Lilly. Oh, ich habe meinen Geburtstag noch nicht angegeben. Kann ich das noch machen? Nice name. There, your registration is complete. Dankeschön. Thank you. Also... We're going to have a fireside town meeting once in a while. They'll be announced through the mail. Ah, okay. Try to make them if you can. You don't want me being the only one there. I will cover town and world events at large, the usual, you know. Oh, ich finde ihn witzig. Moment, können wir noch mal mit ihm quatschen? Oh, hallo. Meet and greet. Was ist denn das oh, jetzt? Oh, right. You should get to know some of the people living in this town for your own benefit. I made a list of store owners within the city walls.
You should go introduce yourself. Okay, er macht mir also eine Liste und ich soll mich bei denen vorstellen. Das ist ja nett. Warte mal bitte, ich möchte generell noch ein bisschen quatschen. My son Gust is nothing like me. Aha. Well, except for his talent and good-looking face. Ach, okay. Er ist der Vater von dem Gast. Und dieser Gast hat doch eine Schwester? Nee, eine Frau? Nee, eine Schwester. Eine Schwester, die aber nie rausgeht, ne? Das haben wir doch auch schon erfahren. Moment. Oh, wow. Was ist das denn für ein Bild? Können wir uns das nicht... Moment. Kann man sich das nicht mal näher anschauen? Wirkt irgendwie ein bisschen traurig, oder? Ah, das ist er in jungen Jahren. Ja, hat es ja ganz schick hier. Das ist auch ein Bild von ihm. Aber gut. Also, ich soll die Shopbesitzer treffen, aber ich werde natürlich erstmal zurück zu Presley gehen und ihm Bescheid geben. Und dann... Oh, er steht da auch draußen. Das ist geil. Und dann können wir auch die Quests annehmen. Genau, das wollte ich sagen. Oh, hallo. Er winkt schon so fröhlich. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. Ja, ist doch schön. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board, over there. Okay. Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. Alles klar. There are other workshops in Porsche? Oh yes, adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. But don't worry, if you have your father's work ethic, you'll be number one in no time. Okay, es gibt also verschiedene Werkstätten und unter diesen Werkstätten ein Ranking und je nachdem, welches Ranking man hat, desto bessere Aufträge bekommt man. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine, if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. That's fairly lucrative as well. Ah, okay. Also die meisten gehen hierhin, aber es gibt halt auch viele, die direkt an den Märkten oder so abgegeben werden. Huh. Anyway, so habe ich das weggedrückt? Nein, ich würde es nicht hoffen. I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins, you already took one today. There are never too many commissions. Good day. That's Runt. He's the owner of the current number one workshop. Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. That was our last one today. Hey, Prez. I got a job for you. Or not. What is it, Arlo? We're looking to build a bridge to Amber Island. Okay, den kennen wir noch gar nicht, ne? So the mayor finally put up the money. Well, young here is up for the challenge. Yeah, he figured that place could be a real tourist attraction with the haunted cave and all. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you need to go to the designated spot and assemble the bridge. Okay. Also, and this is important, for a project as big as a bridge, you need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such ruin in Porsche. It's located at the bottom of the Temple Tower. Ja, aber da komme ich ja nicht wirklich rein ohne Geld, ne? Da komme ich ja so nicht wirklich rein. Hallo, warte mal bitte. Hallo, nein, schnell nach draußen. Lilly, schnell nach draußen. Ich möchte noch mit Hallo quatschen. Der war jetzt eine Mischung aus, total interessant. Das könnte unser Mann werden. Aber auch ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. The civil corps are responsible for collecting power stones to power Porsche. We also try to ensure the safety of all the people living here. Okay, gut, das war's jetzt erstmal. So, also, ich muss die ganzen Shopbesitzer treffen, das ist eine Sache. Okay, das könnten wir jetzt im Endeffekt einmal komplett ablaufen, oder? Wer ist denn hier noch? Wen soll ich denn da noch treffen? Und wir müssen halt... Ja, wir müssen auch auf die Uhrzeit achten, ne? Ich würde mal ganz gerne kurz in unser Handbuch hier reinschauen. Wo habe ich das denn? Hier habe ich doch irgendwo das Handbuch. Da ist es doch. So, was hat Ed gesagt? Was brauchen wir? Wir brauchen irgendwas für die Bridge, oder? Hat er gesagt, das hier, Grinder? Mhm. Mal eben gucken. Nee, das definitiv nicht.
Wooden Bridge Body. Oh Leute, guck mal, was wir dafür alles brauchen. Krasse Sache. Oh, das ist ja cool. Die Transport. Okay, das sind nur die Items. Und das sind die Sachen. Grinder. Was kann ich da? Achso, das kann ich dann hier nochmal checken. Alles klar. Und wenn ich das jetzt nochmal checke, boah, was brauche ich denn alles? Also, ich brauche 25 Hardwood. Und daraus muss ich Hardwood Plank machen. Mal 5. Okay. Und das hier kann ich einschmelzen, ist klar. Aber dafür muss ich doch jetzt erst in die Mine. Und dafür muss ich doch Geld bekommen, oder? Naja gut, wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu den Shopbesitzern, wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin. Wer bist du denn? Django, hey! Ach, Tobi kenne ich ja doch schon. New building. Always nice to see young folks moving in. You need refreshments, I'm your man. Try this, it's on me this time. Was ist denn das? Oh, er hat mir Saft gegeben und Relationship plus 10? Habe ich bei den anderen nicht mehr nur 1 bekommen? Not sword is in its justice and loyalty. The rest is just for show. Knights can always eat for free in my restaurant. Cheers! Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal wieder. Wie ist denn das jetzt mit der Sonja hier? Gehört die jetzt noch? Ist sie jetzt drin? Ach, ich kann doch rein. Ach so, oh, ist das gut. Das wusste ich nicht. Ich dachte wirklich, wir können die alle nur draußen treffen. Boah, das ist ja schon richtig groß, ne? Können wir hier futtern? Ja, lieber nicht, ne? Das ist schon eine große Welt. Guckt euch das mal an. Das hätte ich ja überhaupt nicht gedacht. So, Sonja, weißt du was Neues? The beverages here are all brewed by the brewmaster Django himself. Ja, ja, aber genau das hast du das letzte Mal auch gesagt. Mich würde jetzt interessieren, bist du jetzt von der... Ach nee, ich bin ja nicht auf der Karte. Ich wollte nämlich gerade sagen, bist du jetzt von der Karte verschwunden? So, da können wir... Oh, Leute, Glücksspiel. Guck mal hier vorne. Oh, krass. Ja, das Problem ist, wir haben kein Geld, ne? Ich muss jetzt mal Geld auftreiben. Und ich bin am Überlegen, ob ich von dem bisschen, was ich jetzt noch habe, habe ich überhaupt noch was? Lass uns noch mal eben gucken. Ich will immer E drücken, weil ich das so gewohnt bin. Nee, ich habe ja gar keine Kohle mehr. Aber ich muss die ganzen Sachen doch mal irgendwo verkaufen. Wo kann ich das denn mal machen? Ja, bei dir kann ich ja nur Blumen kaufen, anstatt irgendwas zu verkaufen. Oder ich könnte... Ach so, die könnte ich. Mache ich das so? Ich kann die sortieren. Shop. Okay, aber ich kann nicht sehen, wie viel ich dafür bekomme. Ist das richtig? Ach doch, einer ist ein Geld. Oder Gold, wie das hier heißt. Nee, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Das lohnt sich überhaupt nicht. Die Frage ist, muss ich mit dir nochmal quatschen? Each flower has its own language. Ja gut, das hast du beim letzten Mal gesagt. Aber warum soll ich dann generell die Shopbesitzer hier treffen, wenn ich die doch schon alle kenne? Best Brother, ja gut, ich gehe jetzt einfach mal vorbei und gucke mal. 18:20 Uhr, Lucy, hey! We don't get new people moving all the way out here too often, so nice to meet you. I'm Lucy. I'm a teacher at the Porsche School. Ah, okay, zu wissen. Toby is a troublemaker, no doubt about it. But he's creative and optimistic. I think he'll grow up to be someone great. Ja, hoffentlich. Der Toby ist bis jetzt auch das einzige Kind, ne, was wir hier gesehen haben. So, meine Liebe, quatschen wir nochmal mit dir. Ach, und das ist dann natürlich, Martha ist dann die Mutter von Toby. Na, logisch. Petra, hey. Hello, you're the new builder, oh, right? Cool. Nice to meet you. I'm Petra. Oh, ist sie denn? Was ist das denn für eine crazy Alte? If you find anything of value from the old world, please donate it to us. Okay. You have no idea how much a discovery can change the world. Ah. Don't listen to what the church has to say. We just want progress towards a better world. Ah, das ist eine von der Gegenseite, sag ich jetzt mal. Also, gibt's ja so Rivalen. Are you lost to something? Was ist denn mit dir? Merlin, lustiger Name. Die Leute in der Kirche sind so, keine Ahnung, doof oder was weiß ich. Why shouldn't we use... Also warum sollten wir keine Technologie aus der alten Welt benutzen? Okay, Mac. Die können natürlich unser Leben irgendwie komfortabler machen. Es macht einfach keinen Sinn. Ja, gut. Phyllis, du warst die Krankenschwester, ne? Roger Times, oh, da können wir auch noch rein. Zählt das denn jetzt auch dazu? Nein, die drei hier zählen noch unter oben. Achso, das wäre dann nochmal der Gale. Okay, dann gehen wir doch direkt
mal hier hin. Hallo, mein Lieber, du warst doch auch ganz lustig. Nein, nein, bis 18.30 Uhr. Welcome, smallish builder. I sell furniture here in my store. So if you ever have any need for manly decors, you know where to find me. Okay. And since I'm so manly, I'm going to give you this to get you started. Okay, er verkauft also Möbel. Und er hat mir dreimal Hartholz gegeben. Nice. Hallöchen, ihr Lieben. Welcome to our little town. Hope you have a wonderful time. My store sells clothing and costumes. So if you ever need to upgrade your armor or suit for a date, come see. No, you look like a nice kid. So I'm going to give you something for free as a leg up. Was denn? Don't tell my husband, though. Oh, was gibt sie uns? Was gibt sie uns? Fiber clothes? Okay, warte mal. Nice to have you. If you need tools or weapons, you can come to my shop. It's got the best selection around these parts. Okay. Now, you look like a nice kid, so I'm going to give you these for free. Ja, Mann, die geben uns alle was umsonst. Don't tell my wife, though. Okay, was gibst du uns? Stonebrick, zwei Stück. Guck mal, so eine kleine Gasse hier, ne? Also, oh, was ist das denn? Ach, das ist bestimmt von der Merlin gerade. Polly! Hey, doch noch ein weiteres Kind. Are you the new builder? I'm Polly. It's nice to see other people try to bring about the telesis of this world. Or at least, that's what the mayor likes to say. Nice to meet you. Ja, auch so süß. Auch so süß. Jetzt möchte ich aber ihn noch gerne kennenlernen. Isaac! Hello, you're the new builder, I suppose. I hope you're wiser and more reasonable than the other foolish builder in town. Ja, auf jeden Fall bin ich besser als der komische Typ vorhin, ne? Also, wir haben jetzt noch... Moment. Wir haben jetzt im Endeffekt nur noch mal die beiden hier, die wir schon kennen. Wo geht's denn hier hin? Wo geht es denn... Moment. Sind wir jetzt... Achso, jetzt sind wir wieder oben. Sehe ich das richtig? Nee. Boah, das ist riesig hier. Ey, das hätte ich niemals gedacht. Das hätte ich ja niemals gedacht. Wo komme ich denn jetzt hin? Ach, hier ist eine Kiste. Und was ist drin? Ein Aroma-Apple. Das klingt großartig. Aber was ist denn jetzt da unten? Kann ich da runterspringen? Hier ist ja auch noch eine. Oh, wow. Salatsauce. Oh, supi. Ich bin aber gerade jetzt trotzdem verwirrt. Ich muss doch rein theoretisch nochmal zum Bürgermeister, oder? Da oben liegt auch noch was. Ich flitze jetzt erstmal hier kurz durch die Stadt. Wo geht's denn hier hin? Ein Friedhof? Ah, wer ist denn hier? Wer ist das denn hier? Oder das könnte Merlin sein? Ich glaube, es wäre auch ein bisschen logischer, diese Stadt dann tatsächlich im Hellen zu erkunden, oder? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin beim Café. Muss ich jetzt wirklich nur noch da hin? Das ergibt doch... Wer gibt es denn? Lass mich nochmal auf die Karte gucken. Also wir haben... Nee, Quatsch, das ist ja das da oben. Meet and greet, Major Gale. Ach so. Oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, Major Gale möchte, dass wir ihn treffen. Ich sollte auch einfach mal richtig lesen, ne? Major Gale hat mir aufgetragen, hier alle zu treffen. Ich jetzt doch nochmal da oben hin. Oder kam ich jetzt nicht rein, weil es generell schon geschlossen war? Komme ich nicht hoch? Was ist eigentlich dieser blaue Punkt? Was ist das denn hier? Gales Zuhause. Ja gut, muss ich ja nicht hin. Was haben wir denn hier noch? Das ist Petras Zuhause. Aber ich glaube, das, was wir suchen, ist hier hinter, ne? Was ist denn hier? Ja, hat aber nicht geöffnet. Bis 21 Uhr, der Dr. Xu. Naja gut, es ist jetzt auch schon spät, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe erstmal zurück zur Farm. Morgen werde ich mich auf jeden Fall den anderen vorstellen. Und dann mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen Kram, hallo Django, ein bisschen Kram verkaufe, wie zum Beispiel die Raupe oder so. Irgendetwas, von dem ich denke, dass ich das nicht so dringend brauche. Komm, die Steine nehmen wir nochmal mit, wenn wir gerade da sind. Ja, also so ein bisschen Kram könnte ich ja verkaufen. Dass wir auf jeden Fall ein bisschen Geld reinkriegen, um eventuell Saat zu kaufen. Obwohl ich auch nicht weiß, ob das wirklich so schlau ist. Weil es ja sein kann, dass wir eventuell später noch eine Quest oder so bekommen, wo wir dann tatsächlich Saat brauchen. So, wisst ihr was? Wir können doch direkt mal eine Lücke hier schließen, oder? Achso, dafür brauche ich 10. Ja gut, die 10 habe ich nicht, ne? Ich habe jetzt gerade mal 4. Ich dachte,
viel brauche ich denn dafür? Wahrscheinlich auch mehr, ne? Oh, 20. Das waren beim letzten Mal doch nur 3. Wie viel brauchen wir hier? Hier brauche ich 3. Ja, das ist doch super. Gut, dann machen wir das und gehen jetzt erstmal schlafen. Ja, bitte. Ich guck mal eben auf die Uhr. Ja, ich glaube, wir müssten jetzt so bei einer halben Stunde sein. Das ist doch voll okay, oder? Von der Zeit für eine Folge. Würde ich jetzt sagen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.